myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. A needle tears a hole, the old familiar stain. Try to kill it all away, but remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And could things bounce my empire of dirt? I will let you down, I will make you hurt. So, dann wollen wir mal gucken. Also, als erstes, was wir machen wollten, ist, weil Merlin ja entführt wurde, wollen wir diesen Quest von Harmon annehmen. Einzelgänger namens Zakhar Harmon, 54 Jahre alt, ruft nach Hilfe. Er versteckt sich vor einem fehlerhaften Wetterkontrollsatelliten. Er will fliehen und sich die an Atandan anschließen. Wenn er bei dir ankommt, wird ein nebliger Regen über einen Zeitraum von 7,9 Tagen, also das ist jetzt nicht so schlimm, hatten wir schon schlimmer, die Region heimsuchen, bis der Satellit sich wieder neu startet. Um unentdeckt zu bleiben, behauptet Harmon, dass er nicht in der Lage sei, dir mehr über sich selbst zu erzählen. Das machen wir mal, weil uns wurden gerade zwei Leute entführt. Zwei Leute liegen irgendwie dumm herum und können gerade nichts machen. Darum nehmen wir das an. Genug Betten haben wir ja, weil zwei Leute entführt wurden. Oh je, geht's uns denn gut? So, wo ist Harmon? Ah. Ich sehe keinen Harmon. Schließt sich der erste an, wenn wir das Wetter überstanden haben, oder was? Ah, nee, da ist er. Okay. Okay, schließen Harmon. Gucken wir mal. Kratzen aber am linken Bein. Also ist zumindest schon mal nicht so kaputt wie einige der kein ansehnliches Schlafzimmer. Wo haben wir denn hier ein Schlafzimmer? Hier haben wir eins. So. Geschickt, habgierig, zu klug und verweigert soziale Arbeiten wie Aufseher. Okay. Oh mein Gott, das ist der beste Pflanzer der Welt. Fernkampf kann er gut. Kunst ist ein Stammeskind und Einzelgänger. Also, der kriegt zumindest schon mal hier Tierpflege, Jagen, Feldarbeit und Waldarbeit und Transport kriegen sowieso ja alle. Machen das mal versetzt, dass jeweils Transport und Reinigung. Achso, da haben wir nur den. Der da kann nicht sauber machen. Kerstin kann nicht sauber machen. Okay. 1, 2, 1. Okay. Markus soll mal wieder weiter jetzt Sachen bauen. Haben wir schon eingestellt. Gut. Okay. Warum ist Cross immer noch verletzt? Achso, ist schon verbunden, gut.
Ja, nun ist die Frage, welche Leute haben uns da eigentlich überfallen und können wir uns die Leute zurückholen, die entführt wurden? Und die zweite Frage ist, wollen wir das überhaupt? Ich meine, Merlin war der Rivale von allen Frauen in der Kolonie und Constantia hat sich den meisten Arbeiten verweigert. Das Einzige, was sie konnte, war bauen und forschen, glaube ich. Ist die Frage, wollen wir das? Okay, waren die Leute das hier? Ost-Okolior? Nee, das. Banditenlager? Nee, das war doch so ein Tribe war. Das müssen die hier gewesen sein, oder? Rote Spaltleute? Oder waren gar die das, die Leute der Fläche? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war, aber wir können ja hier nachgucken in. Wir haben ja so ein Geschichts. Ding hier. Überfall die Leute der Fläche. Okay. Also die Leute der Fläche sind das hier. Das ist ewig weit weg. Die sind über die Berge gekommen hier. Ich weiß nicht. Nee. Find ich keine gute Idee, dahin zu gehen. Die sind halt jetzt entführt worden und da müssen wir dann halt mit leben, finde ich. Wäre das näher dran, wäre das noch eine Überlegung. Aber die hatten nur Knüppel dabei und haben uns komplett hier an der Nase rumgeführt. Ja, Leute der Fläche, guck mal, hier hätte ich auch nachgucken können. Der hat keine Waffe, der soll sich mal eine ausrüsten hier. Dann bitte, bitte, bitte bau die Kühlkammer hier fertig, Markus. Das wird langsam Zeit. Okay. Immer noch extremer Blutverlust. Schwerer Blutverlust. Sissy kann bald wieder aufstehen. Ja, ich kann auch aufstehen, aber es ist vielleicht keine so gute Idee, das zu machen. Ne? So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben momentan keine Aufseher, das heißt, die Tiere verwildern langsam, wenn wir das so lassen. Ah, ne, das ist Tierpflege, aber da gilt das Gleiche. So, wilder Erlass. Was? Markus. Dein Prätor Markus hat einen königlichen Erlass verkündet. Du musst einen Waschbär jagen oder schlachten. Wenn du den Erlass nicht innerhalb von 5 Tagen erfüllst, wird Markus anfangen, unglücklich zu werden. Seine Wut wird sich mit der Zeit verstärken, bis der Erlass erfüllt wurde. Ich wusste nicht, dass das passieren kann hier. So, ich entscheide jetzt. Ihr müsst einen Waschbär jagen. Gucken wir mal, ob wir Waschbären haben. Dann jagen wir die halt. Es gibt keine Waschbären hier. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Doch, den hier gibt's. Es gibt einen. So, dann gucken wir mal, wer jagen soll. So. Ob da eine Geschichte hintersteckt, ob der Waschbär vielleicht irgendwie die alte Nemesis von Markus ist und der Waschbär früher schon in Markus' Plänen in die Quere gekommen ist oder sowas. Na Gott sei Dank, endlich ist die Mauer fertig hier von dem Kühlraum. Jetzt brauchen wir nur noch ein Dach, das wir erst bauen können, wenn die Bäume abgeholzt sind. Vollständig geheilt, sehr gut. Immer noch schwerer Blutverlust, aber was soll's. Quest abgeschlossen. Du hast die Quest Erlass Jage Waschbär erfolgreich abgeschlossen. Okay.
kommt das Dach, sehr gut. Dann müssen wir langsam auch mal eine Lampe einbauen hier. Harmon hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösungsfaktor war leichtes psychisches Brummen. Sonst hat er keine Probleme, ernsthaft? Kein ansehnliches Schlafzimmer, unansehnliche Umgebung, in Kälte geschlafen, abscheuliches Schlafzimmer. Abscheuliches Schlafzimmer? Was ist denn da so abscheulich? Es ist vielleicht ein bisschen klein geraten. Ja, hier auch anbauen. Sissi frisst sich durch die Vorräte. Ja, das ist, die muss sich erholen körperlich. Das lassen wir einfach mal geschehen. Was, Markus hat auch irgendein Problem hier? Ja, zwei Kolonisten verloren. Das schmerzt Markus, weil das natürlich auch auf seine eigene Führungspersönlichkeit reflektiert, ne? Stärkere Schmerzen, unwürdiger Thronsaal. Ja, mein Gott, muss er durch. So, jetzt ist der Raum soweit abgeschlossen und fertig. Jetzt können wir hier ein Lager reintun und da kopieren wir die Einstellung kopieren, Einstellung einfügen. Und wir haben hier 13 Grad drin, das heißt, wir müssen das mindestens. Minus 5 bringen oder so. Dann muss das hier auch langsamer fertig werden, ne? Ist überhaupt gar keiner zum Bergbau eingezahlt? Nein, ist es nicht. Gut. Ach, die Harfe wurde zerstört. Das habe ich ja ganz vergessen. Ah. Stelle Harfe her. So, haben wir irgendjemanden, der gut Handwerk kann? Cross kann gut Handwerk. Ach, muss Schmied sein, kein Handwerker. Okay. Schmieden kann Cross aber auch gut. Kein Wunder, hier wird nichts fertig. So, jetzt ist hier minus 4 Grad. Mal gespannt, wie die Harfe wird hier. Was, sie löschen das mal hier. Dann vergrößern wir diesen Bereich, weil in diesem Bereich wird ja offenbar immer alles reingetragen und in den anderen Bereich nicht. Vielleicht ändert das, was auch immer hier
nicht funktioniert. So. Wo ist die Harfe jetzt? Sonnenfinsternis. Cross, wo gehst du hin? Ah, Eisen holen, okay. Da ist die Harfe. Exzellente Harfe! Sehr gut. Das ist eine viel bessere Harfe als die alte Harfe. Sehr gut. Die Kerncrew hier ist wieder gesund. Harmon läuft immer noch, weil er sein Schlafzimmer nicht mag, in der Gegend herum, beziehungsweise momentan liegt er gerade im Bett, weil er müde ist. Ah, siehst du, hier werden schon Kartoffeln reingetragen. Das ist gut, gutes Zeichen. Liegen immer noch Leichen rum mit ihren Speeren. Aber die sind außerhalb der Mauern, wahrscheinlich kümmert das keinen. Aber die Gräber sind auch noch nicht ausgehoben. Brauchen wir mehr Leute, die bauen können? Bench und Cross sind schlecht gelaunt. Okay, was ist Bench über die Leber gelaufen? Durch Nest, okay. Unterernährt, ja, dann Cross, du könntest vielleicht mal was essen dann. Ist ja nicht, als hätten wir nicht genug. Sehr gut. Wir bauen Harmon seinen Raum größer. Warte mal. Es ist nicht gut, dass die Tiere da drin rumlaufen. Am Ende werden die eingemauert. Warum laufen die immer noch alle da durch?
Ich glaube, wir können schon wieder langsam anfangen, hier ein paar Tiere zu schlachten, weil das wären wieder zu viele. Können wir dann im Winter nicht ernähren. Ja, nee, die Yorkies schlachten wir immer erst, wenn es wirklich nötig ist. Genauso die Pferde. Warum haben wir hier, ja gut, das ist ein Rattenhaustier. Truthähne. Okay, Truthahn, Küken. Wir brauchen erwachsene Truthähne. Das sind die hier unten. Die sind alle erwachsen. Das sieht man an dem großen roten Kreis. Auch wenn der noch kein Jahr alt ist, ist er schon ausgewachsen. Aber hier Truthahn 10. Truthahn 7. Truthahn 5. Den lassen wir. Wir brauchen einen Hahn, brauchen wir. Die ganzen Kükenhähne, die lassen wir auch am Leben. So, dann haben wir hier die Ziegen. Steinbock 1. Steinbock 3. Gott, hier sind noch mehr. Die sind alle sogar schon schwanger hier. Achso, Alpakas. Tonnenweise Alpakas. So, zack. Alpaka 5, zack. Okay, das reicht erstmal. Das wären ja eh noch mal wieder doppelt so viele. Jäger ohne Fernkampfwaffe, wer ist das? Sissi. Ja, ist logisch, weil kritisch, kritisch, kritisch. So. Es ist logisch, dass sie keine Fernkampfwaffe hat, weil sie war ja bewusstlos. So müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo eine liegen haben. Da. Automatische Schrotflinte, sehr gut. Raufbold-Trick, Fernkampfwaffe. Sie ist ein Raufbold. Also, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Muss ich sie wieder aus der Jagd rausnehmen? Ist sogar kein Jäger. Ach, Sissi, okay. Okay, dann gehen wir mal mit Cross. Wo ist Sissi? Hier. Gehen wir mal mit Cross hier hin. Kann Cross die Waffe fallen lassen. Plonk. Und woanders hingehen, wo eine Nahkampfwaffe ist. Keine Ahnung, wo das sein soll, aber geh mal dahin. Und du. Gut. Dann brauchen wir was Nahkampfwaffiges.
ist dieser Hammer, wie gesagt, noch, aber den dürfen wir ja nicht benutzen, wenn wir kein Ritter sind oder irgendwie sowas. Da ist noch eine. Schlechtes Messer aus Stahl. Okay. Dann ein Truthahn wurde zahm. Jetzt gerade, wo wir versuchen, die Tiere auszudünnen, kommt ein weiterer Truthahn dazu. Wie das halt so ist, nicht? Warte mal. Jetzt hat Harmon stattdessen falschen Typen angedrückt hier. Ja, scheinbar schon. Cross soll bitte ein Messer nehmen. So. Okay, was ist hier unten? Warum passiert hier nichts? Warum wird hier nichts abgebaut? Ich meine, das ist fertig, das ist schon mal gut. Das hier ist auch endlich fertig, ist auch gut. Können wir neue Batterien reinbauen, wenn wir wollen? Was ist hier los? Ach so, stimmt. Carsten hatte sich ja beschwert über den Zustand des Schlafzimmers. Und jetzt wird der Fußboden erneuert. Ich weiß nicht, ob Bench hier draußen unbedingt putzen soll. Das tut ja nun nicht Not, dass er da putzt, wo gar kein Fußboden ist. Das Problem ist nur, dass wenn es hier brennt, dass wenn die elektrischen Leitungen brennen, dass es dann auch keiner löscht. Also lassen wir Bench mal machen. Hier fehlt immer noch Licht. Wie kommt das? Auch gar kein Strom hier ist scheinbar. Müssen bald mal wieder jemand auf Kochen stellen, habe ich den Eindruck. Ah, seht ihr, jetzt trägt das Riesenfaultier die geschlachteten Tiere in den Vorratsraum. So genau war das geplant. Sehr gut. Das heißt, wir haben immerhin die Riesenfaultiere, die Sachen hin und her tragen. Aber wichtig ist auch, dass dieser scheiß Lagerraum endlich fertig wird hier. Wer ist denn momentan zum Bergbau eingeteilt? Kerstin, Carsten, Nono, Harmon und Cross. Okay, Kerstin, dann müsst ihr mal leider jetzt hier abbauen. Weil das ist wichtig, dass wir einen Lagerraum haben. Weil das ganze Holz, was sie hier geschlagen haben, das vergammelt auch schon. Okay. Ah ja, hier war ein Banditenlager, das hätten wir überfallen können. Okay. Sterile Materialien könnte man auch mal. Enten!
Enten schließen sich der Conny an. Jede Menge Enten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Übrigens heißt es nicht Enterich, sondern Erpel, liebe Programmierer. So, hier hatten wir schon Lagerzonen, ja. Also hier kann man schon Holz reinbringen und alles sehr gut. Hier wächst alles auch gut. Was man nochmal machen kann, ist hier eine Säule zur Sicherheit hinbauen. Wenn das hier alles abgetragen wird, wer weiß, ob das dann noch, und hier vielleicht auch, ob das dann noch trägt überhaupt. Aber wer ist denn immer noch dieser Jäger ohne Fernkampfwaffe? Ich, ach ja, klar, ich war ja auch bewusstlos. Nun ist die Frage, Knüppel haben wir da, aber wir brauchen einen Revolver oder sowas. Zonen verkleinern. Dann machen wir die größer. Ach, geht nicht. Naja, was soll's. Und natürlich laufen die ganzen Pflanzenfresser hier rum, weil die denken, ah, das ist ja noch Wiese. Weil denen keiner das Memo gegeben hat, dass hier gebaut wird. So. So, siehst du wohl. Jetzt können wir hier mal einen Fußboden reintun. Da hier schon so viel Holz liegt, machen wir mal einen Holzfußboden und sparen sich die Leute das Tragen. Also hier braucht ihr eigentlich auch nicht reinlaufen. Liebe Tiere. Hier unten brauchen wir auch noch eine Lampe. Zwei. So.
viel nebligen Regen haben wir jetzt eigentlich noch hier? 3 Tage noch. Okay, das kriegen wir hin. Okay, diesmal wenigstens kein Überfall, das ist ja auch schon mal schön. Ja, und dann sage ich aber trotzdem, hören wir mal hier auf. Ein bisschen was haben wir geschafft. Wir haben die beiden Lagerräume fertiggestellt. Ich weiß, das ist unglaublich spannendes Storytelling. Aber immerhin was. Und wir haben für Markus einen Waschbären erledigt. Wo liegt er? Er liegt hier unten irgendwo. Hier liegt er. Zack, Waschbär. Ja, und mal gucken, was das nächste Mal passiert. Gesagt, noch ist August. Noch können wir Nahrung herstellen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.